Ja, hi, Vincent Rohr wieder hier für Amazona.de. Wir sind auf der Superbooth und gerade bei unserem Standnachbarn angekommen, dem Roger Schulz. Wir sind beim German Audio Lab. Und dieses hat ein paar sehr, sehr schön aussehende neue Mikrofonverstärker produziert. Auf die sind wir sehr gespannt. Roger. Genau, dazu gibt es zu sagen, ich habe mich mal um Mikrofonverstärker bemüht, die ausschließlich für Rippenmikrofone, also Benchmikrofone sind. Bei diesen Mikrofonen gibt es Probleme mit dem Nahbesprechungseffekt, weil wir haben immer eine 8, die konstruktionsbedingte Mikrofonsystemtechnik. Dazu habe ich mir einen passenden Mikrofonvorverstärker überlegt. Dieser funktioniert wie folgt. Ich habe eine stufenlose Einstellung des Gains zwischen 26 und 59 dB. Anschließend folgt ein Low-Pass-Filter, den ich stufenlos benutzen kann, um diesen Nahbesprechungseffekt zu minimieren, der teilweise bis zu minus 17 dB absenken kann bei 20 Hertz. Dazu folgt eine Impedanzanpassung des Mikrofons zwischen 20 Ohm und 22 Kilo Ohm, um die Resonanzen des Bändchens einzufangen. Ist ein Feature, welches, glaube ich, an keinem anderen Verstärker zu finden ist. Weiter gefolgt ist noch ein Shelf fürs Highband ab 5 kHz. Alles stufenlos. Alles stufenlos mit plus minus 12 dB kann ich im 5 kHz Bereich die Atmo erhöhen oder halt die Atmo vermindern, Nebengeräusche absenken und so weiter. Dazu folgt eine halbparametrische Mittenklangregelung mit plus minus 10 dB Regelbereich und dann bis zu 3,5 kHz mit drei verschiedenen Gütefaktoren, wobei ein Gütefaktor über einen kleinen Schlitzschraubenzieher dem Mikrofon angepasst werden kann. Das ist mein neues Spielkind. Sieht großartig aus und eben genau aus diesem Grund würde mich interessieren, was es denn kosten soll. Also wir werden im Bereich von knapp 1.000 Euro liegen, also ich nehme 1 Euro weniger als 1.000 und dann sind wir bei einer schönen Zahl. Klingt fair, gemessen am Design und gemessen an dem kleinen Höreindruck, den ich eben schon gewinnen konnte. Ja, dank dir. Vielen Dank. Dankeschön.